Der an diesem Abend begleitet uns dieses wundervolle, uralte Mantra des tibetischen Buddhismus. Om Mani Padme Hum. Dieses Symbol für das Menschsein. Die Geschichte der Lotusblüte, die mit ihren Wurzeln aus dem Schlamm kommt und sich dann mit ihrer Blüte erhebt in das Licht hinein. Und diese wundervolle Blüte, die sich öffnet, weit öffnet, lichtvoll öffnet, und in der Mitte dieser wundervollen Lotusblüte erstrahlt ein Diamant als Symbol des erwachten Menschen, des Menschen, der sich selbst erkannt. Ein Symbol für den Menschen, der sich in seinem Bewusstsein entfaltet hat, entwickelt und sich erkannt hat als Teil des ganzen Universums. Dieses Mantra ist ein wundervolles Mantra der Transformation. Es hilft uns, unseren Geist aus seinen verblendeten Qualitäten in die reinen hineinzuführen. Und wir nutzen dieses Mantra heute für unsere Reflexion des Tages. Wir schauen zurück in diesen Tag, um ganz bewusst wahrzunehmen, wie unser Geist agiert hat und um feine kleine Transformationen in unserem Geist einzuleiten. Wir sitzen aufrecht, sanfter, aufrechter Haltung, mit einem sanften Lächeln. Und wir beginnen an diesem Abend uns zu bedanken für diesen Tag, für diesen wundervollen Tag, den wir erleben durften. Und lassen ein Danke und einen Segen in diesen Abend fließen. Wir lassen das Om Mani Padme Hum, das wir hören, ganz tief in unsere Zellen hineinsinken, mit einem Lächeln aus unserem Herzen. Und dann beginnen wir, jede Situation des Tages anzuschauen. Wir beginnen jetzt im Hier, in diesem Abend, die letzte Situation, die wir erlebt haben, das letzte Erlebte, hochzuholen, als Bild. Wir betrachten dieses Bild ganz wertfrei. Wir lächeln dem Erlebten zu in diesem Bild und lassen es mit Dankbarkeit und einem Segen zurückfließen in das Universum,
voller Dankbarkeit, ohne zu bewerten. Und so gehen wir Stunde für Stunde zurück, holen uns immer wieder ein Bild des Erlebten, lächeln dem Erlebten zu, bedanken uns für das Erlebte, segnen das Erlebte und lassen es zurückfließen ins Universum. Das Lächeln ist wie eine Perlenkette, die uns begleitet von einem Erlebten zum nächsten. Wir holen uns das nächste Bild, betrachten das Erlebte mit einem offenen Geist, ohne zu bewerten, und wir lassen es wieder zurücksinken ins Universum. So gehst du nun Stunde für Stunde zurück. Atme dazwischen tief durch, fühle das Erlebte, bedanke dich, segne. Ohne zu bewerten, lasse das Bild wieder gehen und gebe es zurück ins Universum. Wenn du dann langsam am Morgen ankommst und dein letztes Bild des Morgens hochholst, dieses erste Erwachen und das erste Erlebte dir ansiehst und es wieder segnest und dich bedankst, dann fühlen wir in unseren Körper hinein, der viele Bilder, erlebte Bilder, wieder ins Universum zurückgeschickt hat. Unser Körper ist leicht und frei und voller Dankbarkeit. Und in dieser Dankbarkeit segnen wir noch einmal diesen ganzen Tag. Und dann beginnen wir, diesen erlebten Tag nochmal durchzuwandern, aber nun vom Morgen Richtung Abend. Wir holen uns die erste erlebte Situation des Morgens, wir betrachten sie. Und jetzt kommt eine tiefe Weisheit des tibetischen Buddhismus mit hinein. Wir betrachten jetzt diese Situation nicht nur, sondern wir stellen die Frage, wir setzen die Frage hinein, war das, was ich erlebt habe, wie ich gefühlt habe, gedacht habe, wie ich gehandelt habe, war dies sinnvoll für mich und für andere? War es für mich und für andere sinnvoll? Wenn wir diese Frage für dieses Bild, für diese erlebte Situation ganz klar mit Ja beantworten können, ja, es war sinnvoll für mich und für andere, dann gehen wir weiter zum nächsten Bild, zur nächsten Stunde des Morgens Richtung Mittag. Wir holen uns das nächste Bild. Sollte nun irgendwann ein Bild erscheinen, ein Erlebtes, wo wir fühlen, dass diese Frage nicht mit Ja beantwortet werden kann, sondern dass das Erlebte Spuren hinterlassen hat in unserem Geist, in unserem Gefühl, in unseren Emotionen bewirkt hat, weil die Situation vielleicht
für mich sinnvoll war, aber nicht für mein Gegenüber oder umgekehrt. Wenn ich zu einer solchen Erlebten komme, zu solchem Bild, dann bleibe ich bei diesem Bild. Und ich sehe es mir noch einmal ganz genau an. Und dann gehe ich in die Vergebung, in diese tiefe Qualität, die unserem Geiste innewohnt. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir dafür, dass du mich verletzt hast. Oder ich vergebe mir, weil ich verletzt habe. Und ich vergebe uns beiden. Und ich mache mir bewusst, dass jedes Erlebte sinnvoll ist. Dass genau diese Situation sinnvoll war. Aber ich beschließe jetzt auch ganz bewusst, daraus zu lernen. Und nachdem ich die Dankbarkeit und die Segnung in diese Situation hineinfließen lasse, nehme ich die Gewissheit mit, dass ich diese Situation so nicht mehr erleben muss, denn ich habe gelernt, in einer ähnlichen Situation anders zu agieren, anders zu fühlen, anders zu denken, anders zu sprechen, anders zu handeln. Und ich bedanke mich bei dieser Übung, ich bedanke mich, diese Situation erlebt haben zu dürfen und zu lernen. Ich segne die Situation, ich bringe meinen tiefsten Herzenssegen in diese Situation und gebe sie zurück ins Universum. Und so wanderst du nun den Tag weiter Richtung Mittag, Nachmittag. Und immer wieder holst du dir ein Bild des Erlebten und betrachtest es. Fragst die Frage, stellst die Frage hinein und verabschiedest die Situation oder klärst sie durch deine Vergebung, durch diese tiefe Qualität, die wir im Herzen tragen, zu vergeben. Und dann kommst du langsam Richtung Abend. Und du schaust dir dieses letzte Bild des Abends an. Das letzte Erlebte holst du nach oben. Lass deine Dankbarkeit und deinen Segen hineinfließen und die Frage: War das, was ich erlebt habe, für mich und für andere sinnvoll? Waren meine Gefühle sinnvoll für mich und andere? Waren meine Gedanken sinnvoll für mich und andere? War meine Handlung sinnvoll für mich und andere? Und dann lässt du noch einmal tiefe Dankbarkeit für all das Erlebte dieses Tages in diesen Abend hineinfließen. Und du segnest alle Menschen, die dir in diesen Übungen zur Seite gestanden sind. Du segnest alles, was du erlebt hast. Du segnest Mutter Erde, auf der du gewandert bist und geübt hast. Und alle Wesen. Und du segnest dich selbst. Du lässt einen tiefen Segen zu dir selbst fließen und eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass du den Mut hattest zu üben, den Mut hattest, Fehler zu machen und diese Herzensqualität der Vergebung hineinzubringen.
Du verbindest dich mit dem göttlichen Licht in dir. Du fühlst dieses göttliche Licht in deinem Herzen und fühlst, wie die Lotusblüte sich in deinem Herzen öffnet und wie dieser Kristall der Erkenntnis in deinem Herzen sichtbar wird. Und das weiße Licht in deinem Herzen, das göttliche Licht, breitet sich aus. Und du bist dir bewusst, dass du diese Lotusblüte bist, dass du dieser Kristall bist. Und du wirst dir bewusst, dass dieser Tag des Übens diesen Kristall immer klarer werden lässt, jeden Tag, jede Stunde, bis du irgendwann selbst Licht sein wirst, klares Licht. Und so legst du jetzt deine Hände auf dein Herz und versprichst dir selbst, dass du jeden Tag üben wirst, dich üben wirst in der Reflexion, in der Vergebung, in der Dankbarkeit und im Segnen. Und mit dieser tiefen Erfülltheit in deinem Herzen und dem Licht in deinem Herzen verabschiedest du dich von diesem Tag. Und du bist dir bewusst, dass du dieses Licht mitnimmst in den Schlaf, in diesen kleinen Tod. Und dass das göttliche Licht dich im Schlaf begleiten wird. Und dass all dein Licht am Morgen, wenn du wieder erwachen wirst, noch in deinem Herzen vorhanden ist. Und dass du beim Erwachen am nächsten Morgen deinen ersten Gedanken in dein Herz bringen wirst. Mit der Gewissheit, das Licht in dir zu begrüßen. Und du versprichst dir, dass du alles tun wirst, was in deiner Kraft steht, um jedes Erlebte des morgigen Tages sinnvoll werden zu lassen. Sinnvoll für dich. Und sinnvoll für andere. Fühle noch einmal die Dankbarkeit und fühle noch einmal den Segen, diese tiefe Dankbarkeit, Mensch sein zu dürfen. Hier auf dieser Erde lernen zu dürfen. Und dann nimm deine Hände und bring sie vor dich hin. Und nimm nochmal das Licht auf aus dem Universum und stelle dieses Licht der Mutter Erde zur Verfügung, auf der du wandelst, und schicke ihr noch diesen letzten Segen, bevor du zu dir zurückkehrst in deine eigene innere Stille. Und lass noch ein letztes Om Mani Padme Hum in dir selbst fließen.
diesem Bewusstsein und inneren Lächeln. Dass wir alle miteinander verbunden sind. Durch dieses göttliche Licht in uns. Durch diesen Diamanten, der in unserem Herzen leuchtet.